und herzlich willkommen. Heute werden wir die Aussaat machen von Piniensamen. Dazu brauchen wir einen Pinienkern, den rösten wir jetzt gerade hier schon mal im Hintergrund, damit er schön warm wird und sich die Zapfenblätter öffnen. Und wir schauen uns den Kandidaten jetzt erstmal von nahem an und mal sehen, wie die Samen aussehen, die sich da drin verbergen und wie das Ganze überhaupt aussieht. So sieht der Pinienzapfen jetzt komplett noch aus. Und man kann auch hier schon erkennen, dass hier also die Samen sich drin befinden. Und wir werden jetzt von unten nach oben mal die Schuppen abmachen. Von unten nach oben, ja. So, hier haben wir nichts. Nichts. Oh, da haben wir zwei. Und man kann sehen, die Samen sind jetzt noch schwarz. Und wenn man die in die Finger nimmt, dann bekommt man natürlich schwarze Finger. Ist aber nicht tragisch. Lol. So, und wir holen uns jetzt die Samen hier heraus. Mein Spaß ist natürlich, wenn er bereits schon anfängt aufzugehen. Man muss nicht warten, bis der ganze Zapfen aufgegangen ist. Also man sieht, hier sind doch schon eine ganze Menge Samen drin. Die Pinie kommt natürlich aus warmen Regionen, aus dem Mittelmeerraum. Und das heißt, dass wir die Samen dann natürlich auch warm stellen, wenn wir sie eingepflanzt haben. Also dann sieht man rundherum. Ja. Ui! Ups, weg ist er. Rundherum geht das eigentlich schon ganz gut. Ja, das Ganze gestaltet sich doch interessanter, als ich dachte. Jetzt wirft sich natürlich die Frage auf, die sind ja nur schwarz, die Samen, und wenn wir die anfassen, kriegen wir schwarze Finger. Wie kriegt man die sauber? Natürlich kann man die einzeln abwaschen. Eine andere Möglichkeit ist, habe ich jetzt mal ausgetestet, wir haben das einfach ins Wasserglas gepackt und dann so lange geschüttelt, bis sie einigermaßen sauber waren. Das geht. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Das ist nur so nebenbei. Und dann wirft sich jetzt die Frage auf, was ist denn, wenn wir die schwarzen Samen jetzt so einsehen, ohne die sauber zu machen? Geht das auch? Ist das vielleicht von Vorteil sogar für die Samen? Denn die Natur hat sich sicher irgendwas dabei gedacht, dass dieses schwarze Pulver hier dran ist. Aber wie gesagt, es wirft sich eine Frage nach der anderen auf. Und jetzt werden wir erstmal ans Einsehen gehen, allerdings in verschiedenen Schritten. Das wird doch sehr interessant jetzt. So sehen die Samen jetzt aus, gewaschen, also soweit es jetzt einigermaßen ging. Man kann natürlich noch länger schütteln, dann kriegt man sie vielleicht noch sauberer. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wie das noch besser, einfacher geht, das wäre ganz nett zu erfahren. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, wie wir die Samen einpflanzen. Beim ersten Test werden wir jetzt die Samen mal vorsichtig versuchen aufzuknacken. Die sind doch sehr hart. Vorsichtig ist gut, ja, ein bisschen knackt es schon. Ups. Ups. Put. Das kann ja lustig werden. Der erste Samen vorhin, der war taub, da war gar nichts drin. Der zweite ist uns jetzt kaputt gegangen. Versuchen wir den nochmal vorsichtig. Tut sich noch gar nichts. Knack. Und put. Dann versuchen wir den Samen jetzt mal vorsichtig zu knacken. Ich nehme jetzt mal eine Kneifzange dazu. Jo. Der geht jetzt auf. Lassen wir uns überraschen. Ja. Ich würde sagen, der ist tot. Nächster Versuch. Ist ja doch sehr interessant. Gut, dass ich das jetzt mal austeste. Denn ansonsten hätten wir hinterher sehr doof dagestanden, wenn überhaupt nichts gekeimt hätte. Den machen wir jetzt mal vorsichtig auf. Fingernagel. Gucken, ob hier was Lebendes drin ist. Eigentlich reicht das auch so schon, die dann aufzuknacken. Ja, wie man auch hier sieht, leider tot. Also langsam bin ich ein bisschen enttäuscht. Nächster Versuch. Weil jetzt muss ich es ja doch wissen, ob da irgendwas Lebendes drin ist. Ansonsten ist das mich hier alles für die Katze, ganze Aussaat. Und dann stehe ich hinterher ziemlich blöd da, wenn überhaupt kein Samen gekeimt hat. Von daher muss ich jetzt also wirklich mal gucken, ob wir irgendwo lebende bzw. ja, keimfähige Samen finden. Also die Enttäuschung ist natürlich noch größer, wenn man die Samen essen möchte. Kauft sich so einen Zapfen und dann hat man da nichts drin, was man eigentlich essen kann. Oh, wow.
Wir haben einen keimfähigen Samen gefunden. Hurra! Hurra! Ja, die Enttäuschung ist wirklich groß. Also es wird jetzt kein Vorzeigefilm hier, aber nichtsdestotrotz, wir werden hier einiges erfahren, was wirklich, wirklich wichtig ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir die verfaulten, toten Samen von den keimfähigen unterscheiden? Ja, eigentlich gar nicht, weil wenn man sie ins Wasser tut, die sacken alle ab. Also man könnte ja denken, jetzt schwimmen die Tauben vielleicht oben, ist aber nicht so, die sacken alle ab. Also können wir gar nicht feststellen, welche keimfähig sind oder nicht. Das heißt, dann stellt sich auch die Frage, Samen öffnen oder nicht öffnen, um sie zum Keim zu bringen. Vielleicht nicht notwendig, aber doch notwendig, um zu sehen, ob wir überhaupt keimfähige Samen da drin haben. Ja, und das ist jetzt wirklich sehr enttäuschend, denn ich wollte eigentlich testen, ob man die Samen so direkt mit Schale einpflanzt und angeknackt, also nicht ganz aufgemacht, sondern nur angeknackt, hat sich jetzt eigentlich erübrigt. Das heißt für mich jetzt, ich werde jeden Samen anknacken, wenigstens gucken, ob was Vernünftiges drin ist und dann werden wir die einsehen, denn wie gesagt, es bringt uns nichts, wenn wir die Samen jetzt so in die Erde drücken und warten und warten und warten und es kommt gar nichts raus, weil sie eigentlich schon längst verfault sind. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist es interessant zu sehen, denn dadurch werden wir alle etwas schlauer. Jetzt versuchen wir mal ein paar Samen einzusehen. So, da muss ich euch jetzt noch live zeigen, weil alles, was ihr hier seht, ist alles zertrümmert. Da ist 4 Samen habe ich da bisher bekommen. Und das ist unheimlich schwer, die aufzumachen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt mache ich es aber so, ich nehme nur die Spitze. Das zeige ich jetzt mal nicht in der Aufnahme, weil das ist alles zu enttäuschend hier. Und versuche die Spitze abzuknacken. Das geht sehr gut. Dann versuche ich das jetzt mal näher dran zu kriegen. Jetzt sieht man hier also den Samen herausgucken. Wie gesagt, so ein ganz kleines Stück mit der Zange abkneifen, das geht ganz gut. Das sind vielleicht so ja, 1 mm oder so. Und dann vorsichtig mit der Zange versuchen jetzt den Knackpunkt zu finden. Aber ich verspreche euch jetzt schon, den zu finden ist erstmal sehr schwierig. Und zum anderen nur einmal ganz leicht zu doll gedrückt und der Kern ist wieder Matsche. Ja, du kommst gleich wieder ran, Coco. Denn, also, meine Güte, ich muss euch das jetzt live zeigen. Ja, miau, du Katze. Weil so eine Enttäuschung habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Stellt euch mal vor, geht ins Geschäft, seht so einen Pinienzapfen, denkt euch, oh, wie toll, sieht schön aus. Kann man, ja, oder hinten kann man auch die Samen essen, super toll, steht alles drauf. Ja, und dann versuch mal so einen Samen aufzumachen, ohne dass er dir kaputt geht. Ich meine, du kannst Dollar drücken und dann hast du lauter Krümel. Aber das ist ja noch auch nicht Sinn der Sache. Ja, wie ihr seht, also ich drücke hier und drücke und drücke. Es gibt keinen Knackpunkt zu finden. Jetzt habe ich einen Knackpunkt gefunden. So, die Frage wo? Ja, unterhalten wir die Leute ein bisschen. Papa erzählt ja Blödsinn. Oh nein, oh nein, oh nein. Oder doch? Doch. Ja, das ist jetzt Vorführeffekt. Jetzt haben wir doch tatsächlich einen heilen Samen rausbekommen. Ja, bis gleich wieder dran, Coco. Also wie gesagt, einmal zu doll gedrückt und man hat lauter Einzelteile. Krimskrams. Ja. Ja, jetzt kriege ich den hier nicht mal raus. Ja, von wegen. Auch hier kann man jetzt sehen, wenn es sich jetzt scharf stellt. Doch zu doll gedrückt und wieder alles kaputt. Jetzt ist uns gelungen, einen Samen heile aufzubekommen. Und hier kann man sehr schön sehen, dort, wo später der Samen beziehungsweise die Wurzel herauswachsen wird, denn dort ist ja im Prinzip fast schon offen, also es ist nur ein ganz, ganz schmaler Kanal, wo dann später der Keimling also wirklich herauswachsen kann. So, hier haben wir zwei missglückte Fälle, aber hier kann man auch sehr schön den Keimling beziehungsweise das eigentliche Pflänzchen sehen, was hier also komplett in dem ganzen Samen drin ist. Und hier sieht man auch die Spitze rausgucken hier vorne. Und wie gesagt, also der Samen liegt komplett im ganzen Samen, das Pflänzchen im Prinzip, aber der Keimling liegt im ganzen Samen komplett drin. So, gleich habe ich euch noch ein bisschen zu erzählen, aber jetzt kommen wir erstmal zur Einsaat. Wir haben hier Kokoshuhn ganz locker eingefüllt, das drücken wir jetzt ganz leicht an. Und dort legen wir jetzt jeweils 2 Samen drauf. Wir haben jetzt einmal die gewaschenen Samen. Dann drücken wir etwas ein und dann nehmen wir uns noch etwas Erde und bedecken das ganz leicht. So dass die Samen etwa 1 cm tief bedeckt sind. Dann nehmen wir jetzt die ungewaschenen Samen, also die schwarzen Samen. Moment, erstmal leicht andrücken. Wirklich nur leicht andrücken. Und wie gesagt, auch hier nehmen wir jetzt 2 Samen, drücken die vorsichtig etwas hinein und bedecken das auch wieder mit etwas Erde.
wieder. Und zu guter Letzt nehmen wir jetzt die Samen, die wir aufgeknackt haben. Aber das machen wir auch nur, weil wir jetzt tatsächlich ja, zwei Samen haben, beziehungsweise vier, aber wir werden nur zwei jetzt einsehen. Auch die legen wir jetzt hier rein. Ja, drücken die vorsichtig an. Und auch die bedecken wir jetzt leicht mit Erde. Drücken die vorsichtig an. Und das Ganze werden wir jetzt nass machen. Guck mal hier. Zwei Samen habe ich ja noch übrig. Guck mal, vorhin schon mal probiert. Und mochte das eigentlich. Okay, jetzt wieder Kuschelteilen. Ja, ich werde euch das, ihr habt das jetzt alles gesehen, eigentlich wollte ich das nochmal machen und anders zurechtschneiden, aber ich dachte mir, das was ich jetzt erlebt habe, warum sollt ihr das erleben, von daher zeige ich euch das, dann wisst ihr wie das Ganze aussieht und was Tatsache ist. Also die Samen sich aus den Schalen herauszuholen lohnt sich überhaupt nicht, man hat dann bei 30 Samen vielleicht 2 oder 4, die man verwenden kann, die anderen gehen alle kaputt und auch zum Essen ist das, also ja. Kein Genuss in dem Sinne, denn wenn man nur lauter Kleinzeug hat, wenn man die Samen hier aufmacht, das ist also kein tolles Erlebnis. Also wenn ihr die kaufen wollt, bloß um sie zu essen, dann kauft euch lieber welche, die schon geknackt sind. Ja. Hierzu jetzt noch, wir bedecken das Ganze, denn die Pinien kommen aus warmen Ländern und die Samen sind, ja, die Schalen sind sehr hart. Jetzt muss ich schon die Zange holen. Und machen das Ganze zu, damit wir also hier eine gespannte Luftfeuchtigkeit haben, damit uns die oberste Schicht nicht austrocknet. Und wir werden das Ganze warm stellen auf die Heizung, wie wir es bei anderen Samen auch schon gemacht haben. Denn wie gesagt, sie kommen aus warmen Ländern und mögen es warm. Sie sollen auch bei 20 Grad keimen, dauert dann 2 bis 4 Wochen. Und ja, ich will mal gucken, wie lange das jetzt dauert, wenn wir die jetzt wirklich auf die Heizung stellen. Ob das Ganze dann ein bisschen schneller geht oder auch besser geht, schauen wir dann mal. Auf jeden Fall, ja, ein brisanter Dreh heute. Alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das hatte ich mir alles ein bisschen einfacher vorgestellt und eigentlich wollte ich heute auch noch ein paar andere Sachen zeigen, aber das Ganze jetzt ein bisschen zu lange gedauert hat, lasse ich das erstmal sein. Ich habe die 3 Pöttchen hier durchnummeriert, 1, 2, 3, damit wir auch später wissen, was was ist. Ja, wie gesagt, ihr habt das jetzt gesehen, damit ihr das selber nicht alles nachvollziehen müsst. Ich hoffe, euch hat der kleine Film trotzdem gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, das war wirklich aufregend. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Achso, lüften tun wir die Kästchen natürlich einmal am Tag, also alle 24 Stunden einmal, das ist vollkommen ausreichend. Nur einmal aufmachen, wieder zumachen und fertig. Damit, ja, das Ganze richtig funktioniert. Das war wirklich aufregend. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nicht erschrecken, ich bin's nochmal. Und zwar, ich doch jetzt eins vergessen zu erwähnen. Oh, darum bitte. Und zwar, die Samen, die verfault waren, das waren die untersten von dem Zapfen und danach waren also alle Samen in Ordnung. Nur, dass ich das erwähnt habe, nicht, dass ihr denkt, die gammeln alle. Es waren also wirklich nur die untersten Samen und alle anderen Samen sind okay. Ja, und ich denke, man kann es auch an Schütteln erkennen, das haben wir jetzt zumindest gemacht. Ja, leider habe ich kein Faulen mehr gefunden, denn die rasseln alle. Müsste man ans Ohr halten und schütteln, dann hört man, dass sich da drin was bewegt. Wie gesagt, wir haben keinen Faulen mehr gefunden. Das wollte ich nur korrekter halber nochmal zum Schluss erwähnt haben. So, jetzt aber Schluss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.